Hallo liebe Freunde, heute werden wir euch anhand eines Beispiels die klassische Konditionierung erklären. Hier seht ihr Ben. Ben fährt mit seinen Freunden gern Bus. Das bezeichnet man als der neutralen Reis. Während des Busfahrens hat Ben Spaß. Dies ist die neutrale Reaktion. Das bedeutet, vor dem Konditionierungsprozess führt der neutrale Reis zur neutralen Reaktion. Nachdem Ben vom Busfahren wieder zu Hause ankommt, ist der Fernsehen angeschaltet. Im Fernsehen kann man einen Busunfall erkennen. Ben nimmt diesen Unfall im Fernsehen wahr. Das ist der unkonditionierte Reiz. Er bekommt Angst. Dies ist also eine unkonditionierte Reaktion. Somit führt der unkonditionierte Reiz bei der Konditionierungsvoraussetzung zu einer unkonditionierten Reaktion. Am folgenden Tag fährt Ben mit dem Bus zur Schule. Er hat Spaß daran, das ist der neutrale Reiz. Doch dann fährt der Bus gegen einen Pfosten. Somit entsteht ein Unfall, der unkonditionierte Reiz. Ben hat Angst, dies ist die unkonditionierte Reaktion. Das heißt, während des Konditionierungsprozesses führt der neutrale Reiz mit dem unkonditionierten Reiz zu einer unkonditionierten Reaktion. Ben möchte jetzt nicht mehr Bus fahren. Dies ist der konditionierte Reiz, da er jetzt Angst vor dem Busfahren hat, die konditionierte Reaktion. Das Ergebnis des Konditionierungsvorgangs ist so, dass der konditionierte Reiz zur konditionierten Reaktion führt. Das heißt, wegen des Unfalls hat Ben jetzt Angst, mit dem Bus zu fahren. Wir hoffen, euch hat dieses Erklärvideo gefallen und ihr habt alles gut verstanden.